Hallo meine Süßen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute wieder mal ein Haul, wie ihr im Titel schon gelesen habt. Und zwar aus dem neuen Catrice Sortiment. Hier ist die Tüte und da würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, ich habe mir jetzt nach und nach immer irgendetwas aus dem neuen Catrice Sortiment gekauft und auch eine LE entdeckt. Und ich glaube, ich fange mit dem LE an, weil es ist nur ein Produkt. Und zwar habe ich hier von der Limited Edition Creme Fraiche Gradation Blush 1001 Waterloo Sunrise. Die hat jetzt einen wunderschönen pinken Verlauf, wie ihr sehen könnt. Und ja, ich muss sagen, ich finde die Farbe wunderschön. Und ja, es hat so leicht Glitzer, Schimmer. Was jetzt aber nicht so stark beim Auftragen zu erkennen ist. Also da finde ich es wunderbar und ja, ich bin froh, dass ich es mir ergattert habe für den Sommer oder jetzt auch für den Frühling oder auch jetzt im Herbst. Ist eine so wunderbare, frische, ja, Blushfarbe, finde ich. Ja, das war es jetzt aus dieser LE und dann habe ich jetzt aus dem neuen Standardsortiment habe ich mir zwei Paletten gekauft. Die dritte Palette mit dem Grün und weiß ich was, habe ich mir jetzt nicht mitgenommen. Da bin ich jetzt noch am Überlegen, ob ich es machen soll oder nicht. Ich habe hier mal die 100 Frozen Joghurt und hier die 120 Pretty Little Lilacs. Das sind jetzt alles so wunderschöne Farben, was aufeinander abgestimmt sind. Und die Farbabgabe finde ich jetzt nicht schlecht. Das ist halt Catrice, wie sagt man, Qualität, finde ich absolut genial. Bin übrigens heute auch mit diesen beiden Paletten geschminkt. Also diese Palette habe ich für das obere Lider benutzt. Und die Violett habe ich unten ein bisschen, ja, Farbakzent hineingesetzt. Ja, finde ich ganz toll. Und wenn ihr wollt, kann ich ja mal ein Schminktutorial machen, nur mit Catrice neue Produkte, was jetzt ins Standardsortiment gekommen ist. Wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Dann, was ich auch mitgenommen habe, ist die Absolute Bright Eyeshadow Palette. Ich habe das bei der lieben Sandy, also liebe Sandy Licious 0509, habe ich das gesehen. Also ich habe es schon auf der Pressemitteilung gesehen und gewusst, dass ich es mitnehmen werde. Ich muss jetzt sagen, von der Pigmentierung her bin ich jetzt nicht so begeistert. Aber ich finde, das ist einfach schön, um so Highlights zu setzen, also für die inneren Augenwinkel oder unter den Augenbrauenbogen. Oder wenn man halt wirklich nur einen Hauch von Farbe will, ist diese Palette toll. Und ich habe es mir jetzt nur mitgenommen wegen der Arbeit, weil ich ja auf der Arbeit mich nicht so stark schminken darf. Deshalb habe ich dieses hier jetzt mitgenommen. Dann habe ich mir so einen Nude Kajal gekauft. Das ist jetzt Long Lasting Eye Pencil Waterproof in der Farbe 100 Pearly Bird. Das ist jetzt so ein nudefarbener Kajal. Und ich habe es heute am unteren Wasserlinie aufgetragen. Mich erinnert das irgendwie an den Stay No Matter What. Stay No Matter What, das ist von Catrice Essence. MAC to Stay Inside Eye Highlighter Pen. Von der Farbe her muss ich, glaube ich, schon sagen, dass es gleich ausschaut. Dann habe ich mir noch von Catrice ein Eyeliner Pen in Waterproof mitgenommen. Da muss ich jetzt sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht von der Farbabgabe her. Ja, man sieht fast nicht, also man muss schon tausendmal
darüber gehen. Aber irgendwie finde ich es doch toll, weil für so einen Alltagslook ist das genau richtig. Es sieht dann einfach so smoky-mäßig aus. Es ist nicht zu hart. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einfach ein Montagsprodukt erwischt habe, aber ich werde vielleicht nochmal eins kaufen, um zu schauen. Es gibt ja leider keinen Tester. Ja, da bin ich jetzt ehrlich gesagt sehr enttäuscht. Dann habe ich mir den berühmten Eyebrow Lifter gekauft, was dem Benefit Highbrow und Eyebright quasi ein Dupe dazu ist. Finde ich jetzt sehr toll, weil der von Benefit ist doch sehr teuer und diese hier kostet, glaube ich, so circa 5 Euro bei uns in der Schweiz, glaube ich, ein bisschen mehr, 6 Franken oder so, bin ich jetzt gar nicht mehr sicher. Ja, finde ich absolut toll, habe ich heute übrigens auch drauf. Ich liebe es und es sieht, ja, es macht die Augen einfach wacher, öffnet das Auge und ja, ich finde es einfach toll. Ich fand schon so Sachen immer schon toll. Dann habe ich hier noch einen neuen Blush. Diesen hier musste ich mir auch mitnehmen, weil ich schon die komplette Serie habe. Das ist jetzt 080 Sunrose Avenue. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. So altrosa, Rosenholzton. Finde ich absolut genial für den Alltag. Hätte heute auch wahrscheinlich zu meinem Amu gepasst. Finde ich einfach genial. Die Catrice Blushes sind ja absolut der Wahnsinn. Dann habe ich mir von Prime and Fine Mattifying Powder Waterproof gekauft. Ich finde es toll, dass hier noch so ein Spiegel mit dabei ist. Und dann ist das einfach dieses Produkt. Es ist transparent, was sich jeder Hautton anpasst. Und wie der Name schon sagt, es ist wasserfest. Und die Sandy hat es ja auch schon in einem Video gezeigt, dass wenn man Wasser drauf tut, dass es sich so abperlt. Also das Produkt saugt kein Wasser auf. Wenn ich es schaffe, werde ich euch auch dieses Bild noch einblenden oder das Video. Das Video wird dann einfach von mir sein, also von niemandem geklaut oder so. Ja, auf jeden Fall bin ich da mal sehr gespannt, wie diese hier ist, denn das andere All About Matte habe ich jetzt schon aufgebraucht und deshalb habe ich mir jetzt diesen hier gekauft. Dann kommen wir zu den drei Lippenprodukten und zwar kommen wir zu diesem hier, was ich heute drauf habe. Das ist jetzt die Infinite Shine Lip Gloss. Das ist jetzt die 150 Pink Twice. Das ist so absolut geniales Pink. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich versuche ein gutes Bild oder so für euch einzublenden. Es ist sehr schön. Dann habe ich noch Up to 8 Hour Color gekauft. Also Made to Stay Smoothing Lip Polish. In der Farbe 060 Mission Pink Possible. Und die Farbe ist auch so wirklich so wie Neon Pink. Absoluter Hammer. Also man sieht es schon von weitem, dass es leuchtet. Ich stehe momentan auf solche Farbe. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich finde solche leuchtig kräftige Farben sehr toll. Ja, dann zu guter Letzt habe ich mir noch drei Nagellacke gekauft. Ich weiß, ich wollte mir eigentlich keine Nagellacke mehr kaufen, aber zu den Crush Crystal Nagellacke konnte ich einfach nicht Nein sagen. Und zu diesem Effektlack hier, das ist jetzt einfach die 050 Glitterazzi. Dann habe ich hier die 020 Plum Dog Millionaire. Und dann habe ich die 03 Shooting Star. Finde ich wirklich sehr schön. Dieser Nagellack, habe ich das Gefühl, könnte auch zu diesem Lipgloss passen. Sie haben ungefähr das gleiche Farbschema, nur dass diese hier halt ein bisschen leuchtender ist als diese hier. Aber ich muss sagen, ich liebe diese Farbe. Das war's jetzt von meinem Einkauf. Die Tüte ist leer. Es war jetzt ein kurzes
aber doch knackiges Video. Nein, Scherz. Ja, wie gesagt, wieder mal ein kurzes Video. Oh nein, ich habe hier noch einen Lippenstift auf meiner Schoß gehabt. Und zwar die No Ultimate Color Reihe habe ich mir die 310 Red My Lips. Das ist ein wunderschönes Rot. Ich weiß nicht, ob es eventuell ein Dupe zu MAC Riri Woo oder Ruby Woo sein kann. Es ist einfach ein bisschen glänzender. Da werde ich vielleicht mal vergleichen. Ich finde die Farbe auch wunderschön. Ich stehe momentan auch auf rote Lippen. Ich weiß nicht, was. Ich stehe einfach auf knallige Lippen. Ich stehe auf matte Lippen, was auch ein bisschen auffälliger ist. Und ich stehe auf rot. Also ich weiß nicht, was mit mir momentan los ist, aber ich stehe irgendwie momentan auf alle Farben. Ja, so sieht es aus. Wie gesagt, das war es jetzt definitiv von meinem Video. Ich habe jetzt nichts mehr hier. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wie gesagt, falls ihr wollt, dass ich eine Market-Tutorial von Catrice schminke mit den neuen Produkten, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Und ja, ansonsten hoffe ich einfach mal, dass euch dieses Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, bye! Kompakt Bronzer und Blush ist auch wieder 18 Monate haltbar und ja.